Das Phasendiagramm Druck P, Temperatur Groß T zeigt eine Übersicht der möglichen Zustände einer gegebenen Substanz. Ein Phasendiagramm sieht so aus: die horizontale Achse ist die Temperaturachse und die vertikale Achse ist die Druckachse. Wird eine Substanz in diesem Diagramm durch diesen Punkt P dargestellt, was bedeutet, dass seine Temperatur diese ist und sein Druck dieser ist, dann liegt dieser Punkt im grünen Bereich, also ist die Substanz gasförmig. In diesem rosa Bereich ist die Substanz flüssig und in diesem blauen Bereich ist die Substanz fest. Die Trennlinien stellen Koexistenzphasen dar, was bedeutet, wenn ein Punkt P, der die Substanz darstellt, sich auf dieser Linie befindet, dann ist die Substanz gleichzeitig im festen und im flüssigen Zustand vorhanden. Auf dieser Trennlinie ist die Substanz gleichzeitig im flüssigen und im gasförmigen Zustand vorhanden. Und auf dieser Trennlinie ist die Substanz gleichzeitig im festen und im gasförmigen Zustand vorhanden. Wir haben hier einen ganz speziellen Punkt, bei dem die Substanz in allen drei Aggregatzuständen vorhanden ist. Diesen Punkt nennt man den Trippelpunkt. Die entsprechende Temperatur ist die Trippeltemperatur und dieser entsprechende Druck ist der Trippeldruck. Es gibt einen weiteren ganz speziellen Punkt in diesem Diagramm. Das ist dieser blaue Punkt. Man nennt diesen den kritischen Punkt der Substanz. Die entsprechende Temperatur nennt man die kritische Temperatur und den entsprechenden Druck nennt man den kritischen Druck. Ist die Temperatur streng größer als diese kritische Temperatur und gleichzeitig der Druck streng größer als dieser kritische Druck, so ist die Substanz weder fest noch flüssig noch gasförmig. Hier entsteht Plasma. Nehmen wir jetzt an, wir halten die Temperatur der Substanz konstant. Also die Punkte, die diese Substanz darstellen bei dieser konstanten Temperatur T, das sind die Punkte, die sich auf dieser vertikalen Strecke befinden. Ist der Druck streng kleiner als dieser Druck P1, so ist die Substanz gasförmig, denn dieser rote Punkt P befindet sich ja in diesem grünen Feld. Ist der Druck streng zwischen P1 und P2, so ist die Substanz flüssig und ist der Druck streng größer als P2, so ist die Substanz fest. Jetzt nehmen wir an, wir halten den Druck der Substanz konstant. Das bedeutet, dass die Punkte, die die Substanz in diesem Phasendiagramm darstellen, sich auf dieser horizontalen Strecke befinden müssen. Ist die Temperatur streng kleiner als diese Temperatur T1, also hier, dann ist die Substanz fest. Ist die Temperatur streng zwischen dieser Temperatur T1 und dieser Temperatur T2, so ist die Substanz flüssig. Und wenn die Temperatur streng größer ist als T2, dann ist die Substanz gasförmig.